Heute haben wir sehr viel zu tun, denn erstens ist eine Gunpowder Farm zu bauen, wofür wir noch nicht mal die Materialien haben. Und zweitens haben wir hier auch noch ein paar wenige Villager. Und der mag mich auch nicht, weil ich ihn aus Versehen geschlagen habe in der letzten Folge vielleicht. Das heißt, wir müssen welche aus diesem anderen Dorf da holen. Zwar aus dem da hinten. Aber heute geht es erstmal darum, dass wir die Materialien sammeln. Und wir brauchen eine Menge Materialien. Und zwar brauchen wir schon mal 1530 Building-Blöcke, 24 Stacks. Okay, also fast eine Schalke. Apropos Schalke, die Schalke können wir jetzt auch mal craften. Mending müssen wir zweimal auf die Elytra packen. Aber jetzt würde ich sagen, geht's erstmal in die Höhle. Oh, hier haben wir schon, ja, schon die ersten. Habe ich ja komplett übersehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Ding ist, ich hätte am liebsten Fortune, wenn wir die ausbuddeln. Das heißt, wir buddeln erstmal weiter. Juhu, nochmal Dias. Let's go. Oh mein. Oh mein. Oh mein. Warte, was? Was? Digga. Was sind das immer für Geräusche? Alter, wieso erschrecke ich mich immer, wenn dieser blöde Sound kommt? So, wir hätten jetzt schon fast die ganzen Building-Blöcke. Das Problem ist, wir brauchen auch noch 1196 Slabs. Das bedeutet, wir brauchen nochmal 9 extra Stacks. So. Oh mein Gott, hier spawnen schon Mobs. Oh nein. So, wir kümmern uns dann jetzt erstmal um die Slabs, dann die Building-Blöcke und dann das ganze Holz für die Trapdoors. 12 Stacks. 12 Stacks Holz. Digga. Da haben wir unseren Stone-Cutter. So, das hier wird unsere Kiste für die ganzen Materialien. Wir brauchen insgesamt 19 Stacks ungefähr. Genug Slabs auf jeden Fall für das ganze Gebäude. So, jetzt nochmal an die normalen Steine. 25. So, die ersten beiden Sachen sind schon mal abgehakt. Aber jetzt kommt das wirklich Taffe. Und zwar 1000 Trapdoors. Erstmal die hier mit Mending verzaubern, dass sie länger halten. Das sind ungefähr 10 Stacks Holz. Okay, dann würde ich sagen... Oh. Oh mein Gott, ja, das ist so viel besser. Ey, warte mal, das ist das erste Mal, dass ich in der Oberwelt mit meiner Elytra fliege. Alter, da ist auch ein Sumpf. Aber warum ist das der kleinste Sumpf ever? Die großen will ich. So, es wird schon wieder dunkel, deswegen gehe ich nochmal schnell zurück. Meine Axt ist nämlich auch relativ demoliert. Deswegen mache ich mir jetzt erstmal eine Dia-Axt. Boom, Dia-Axt, let's go. Wir haben's, juhu, das ganze Holz ist am Start, deswegen zurück nach Hause. Jetzt bleibt nur noch das ganze Zeug zu craften. Und das sollte alles sein, soweit von denen, die richtig, richtig viel Platz brauchen. Das müssten über 15 Stacks sein. Das sind 9. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind zu wenige. Wir machen trotzdem erstmal weiter. Und zwar mit 461 Glas. Das wären gerade mal 7 Stacks. Dann würde ich sagen, lassen wir mal das wichtige Zeugs hier. Und Abflug. Oh ja, da hinten, da ist viel Sand. So macht doch Farmen Spaß.
Jetzt haben wir einen ganzen Stack mehr. Ich glaube, so viel mehr haben wir jetzt nicht gebraucht. Ich muss jetzt erstmal wieder zurück. Oh, schaffe ich es da durchzufliegen? Das wäre cool. Aua. Ja, nicht ganz. Den ganzen Sand müssen wir jetzt erstmal in den Ofen ballern. Hier packen wir den ganzen Sand rein. So, das sollte jetzt automatisiert erstmal das Ganze durchschmelzen. Oh, und jetzt haben wir ein Problem, denn wir brauchen Fackeln. Zwar nicht so viele, aber 46 ist auch ein bisschen was. Und dann schnappen wir uns hier die ganzen kleinen Bäume. Verdammt, das war ein großer. Eine Baumfarm / Plantage können wir dann auch noch bauen. Hier hinten war doch irgendwo eine Höhle. Alter, hier ist ja jede Menge Kohle. Schaffe ich den Water MLG? Ja, tatsächlich schon. Oh je, Mini, zwei Hunde müssen ja immer noch im Regen sitzen. Oh nee. So. Fackeln. Check. Dann 26 Repeater. Wir haben schon 13 Redstone aus der Höhle unten mitgebracht. Da könnten wir auch noch mehr holen, wenn wir mehr brauchen. Oh mein Gott, das geht nicht. Oh mein Gott, Digga. 18 Kisten kann ich jetzt schon machen. So, 18 Kisten. Dann brauchen wir 26 Repeater und 15 Hopper. Zack. 10 Buckets. Ich mach mal 6 Stück. Ich kann ja dann einfach die Sachen rumtransportieren. 2 Stacks Redstone sollten reichen. Ah, ich fürchte, ich muss erst nochmal in den Nether. Zack. Davon brauchen wir ja eh nur einen. Ein Hebel. Dann fehlt nur noch das Glas, ein paar Trapdoors, Dispenser und Observer. Wir brauchen 11 Bögen. Oh mein Gott. Geht es auch mit so einem Bogen? So, und jetzt sag mir bitte, das geht auch mit dem Bogen. Ja, da haben wir den ersten. Jetzt brauchen wir noch 10. Und Observer. Ich fürchte, dafür brauche ich Quarz. Ja. Yep. Kleine Erkundungstour. Das Ding ist, ich habe nur eine Rakete für den Hinweg und für den Rückweg. Oh, ja, perfekt. Mit 2 Raketen neues Biom gefunden. Sehr geil. Boom, Campfires done. So, die letzten Repeaters. Dann sollte das doppelt so schnell gehen, dass dann hoffentlich unser Glas bald fertig wird. Denn sonst haben wir tatsächlich alle... Nee, wir haben nicht alles. 3 Redstone Dust. Bam. Wir brauchen noch 10 Dispenser und 10 Observer. Boom. Da haben wir unsere 10 Observer. So, und dann müssen wir jetzt mal ein bisschen auf Monsterjagd gehen. Denn wir brauchen Strings oder direkt die Bögen. Oh mein Gott, was ist denn hier für eine Horde? Oh mein Gott. Was hat er denn für eine coole Rüstung? Es hat nicht mal einen Bogen gedroppt, ey. Wie frech. Warte mal, ich habe doch einen String-Duper. Wo? Hä? What the? Hilfe! Was ist denn hier passiert? Hä? Wieso ist denn das jetzt auf einmal so eine Horde geworden? Oh mein Gott. Leute, die Zombie-Apokalypse hat begonnen. Zombie-Apokalypse erfolgreich überlebt. Da ich zu doof war zu erkennen, dass wir ja einen String-Duper für unsere Strings haben und ich somit gar nicht auf Suche gehen muss, gehe ich jetzt erstmal wieder pennen. 7 Stück, bam. Reicht noch nicht ganz. Perfekt. Und hier checken wir mal. Ja, da ist noch genug zum Schmelzen. Ich würde dann jetzt aber erstmal sagen, das war's mit dem Video. Lasst gerne noch ein Like und ein Abo da, falls das noch nicht getan wurde. Ich habe jetzt schon fast alle Materialien, die wir für die Gunpowder Farm brauchen. Und in der nächsten Folge geht es dann mit dem Bau los. Bleibt also dran und dann erstmal ciao.